irgendwann nervt es natürlich auch. Wir wollen das auch nicht mehr hören, diese Vorstandgesänge. Und es geht um die Mannschaft. Wir stehen auch nicht gut da. Und dann brauchen wir halt einfach von allen die Unterstützung. Ja, dass man einfach angepeitscht wird von den eigenen Fans. Und ja, es war ja wirklich tote Hose auf den Rängen. Man hat nur diese Vorstandgesänge gehört. Und ja, das überträgt sich auch auf die Spieler, denke ich. Und als Spieler weiß ich selber, wenn man von draußen diese Atmosphäre hat, dass man auch ja, auf dem Platz auch heiß wird dann und weiter Gas gibt. Und ich denke, das fehlt, also diese Stimmung im Moment im Stadion. Und gerade wir zu Hause haben eigentlich sehr gute Zuschauer, ne, viele Zuschauer, und das sollte eigentlich genutzt werden. Ja. Es nervt einfach nur. Es hat nichts, es hat mit null Unterstützung zu tun für uns. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Es nervt einfach. Und sollen sie sonst wohin gehen und da singen, und aber dann nicht hier in Münster? Ja, also ich möchte mich eigentlich aus der Thematik ein bisschen raushalten. Aber ich glaube, als Spieler ist es eigentlich wichtig, dass wir unsere Fans im Rücken haben, dass sie uns 90 Minuten unterstützen. Also das wünsche ich mir eigentlich. Ja gut, wenn ich das mal ganz klar ansagen darf, und da habe ich auch mittlerweile jetzt die Schnauze voll. Wenn ich unsere zwei Fangruppen sehe, was die im Stadion produzieren, muss ich dir ganz ehrlich sagen, lieber zu Hause bleiben, ja? Und sollen sich da vielleicht selber feiern, was die Gegend gerade heute versucht hat, auch mit der Haupttribüne ein bisschen Stimmung aufkommen zu lassen. Ist ja zwei, dreimal auch gelungen, war sehr, 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 sehr positiv. Und dass die Leute das auf jeden Fall verstanden haben, was in den beiden Kurven abläuft. Und was in den beiden Kurven abläuft, tut mir leid, würde ich als Spieler auch. Und man empfindet das als Spieler mit Sicherheit immer ein bisschen mit, und die Jungs kriegen das mit. Und das ist nicht positiv für die Mannschaft, für den Verein, für den Vorstand. Und deswegen muss man da ganz schnell, und nochmal vielen Dank an die Gegengrade und an die Tribüne, dass sie so euphorisch dagegen gestimmt haben. Aber das ist ja nicht im Sinne des Erfinders. Wir sind hier, um zu feiern, um ein schönes Fußballfest zu sehen. Und das haben wir, ja, haben wir heute leider auch nicht gesehen auf dem Platz. Ja. Aber erstmal diese, ja, ich will jetzt gar nicht Fans sagen, ja. Das sind für mich keine Fans, und deswegen muss ich da ganz klar sagen, sollen dann zu Hause bleiben und die Gegengrade und die Tribüne feiern lassen. Und dann haben wir, glaube ich, eine bessere Stimmung und auch besser für die Mannschaft ist. Auch wenn das keine Entschuldigung ist für die Mannschaft, dass wir heute in der zweiten Halbzeit so aufgetreten sind. Aber von daher vielen Dank nochmal an die Gegengrade und an die Tribüne. Das Spiel hat noch nicht angefangen und habe ich schon irgendwie so unterschiedliche so Rufe von außen gehört. Natürlich, das hilft uns nicht, aber wir sind Profi, wir müssen auf unsere Sachen konzentrieren und wir müssen versuchen, durch gute Leistung die Fans zu begeistern und dass die auch zusammen uns unterstützen. Und ich weiß, dass mit solchen Spielen, so wie zweite Halbzeit, wir geben die Leute mehr Grund auch für solche Aktionen. Und das heißt, wir sind auch ein bisschen dafür verantwortlich als Mannschaft, und wir müssen das auch ändern. Wir sind die Leute, die das erste Zeichen setzen müssen, und das haben wir zweite Halbzeit leider nicht gemacht. Und ich sag's mal, das ist ja traurig, es ist schade, aber trotzdem, wir müssen professionell in unsere Sachen reingehen und nicht jetzt von solchen Sachen uns beeinflussen lassen. Und ich weiß, es ist auch mein Wunsch, und ich weiß, dass wir das auch schaffen werden.